Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Wie man sieht, ich habe die verdammte Karawane gefunden und ich bin eine kleine Ewigkeit umhergeirrt, bis ich die hier erstmal gefunden habe. Aber, ja, keep out. Immerhin habe ich es jetzt gefunden und ich werde mir erstmal hier die Warp Squid Hut suchen. Genau, da, der Warp Squid Wagon. Natürlich bin ich einmal durch die gesamte Stadt gelaufen, obwohl es eigentlich direkt rechts von mir war, aber egal. So, you found my baby, bla bla bla. Ja, den Dialog hatten wir schon einige Male. Ich werde jetzt hier einfach die Warp Squids reinhauen, um dann endlich den Tanz zu lernen. Und dann hau ich hier auch wieder ab, denn ansonsten wollte ich hier nichts tun. Aber wie man auch sehen kann, ich habe jetzt 999 Edelsteine, weil ich habe ja gesagt, die sammle ich noch. Das heißt, unser nächster Halt wird Watertown sein. Und dann holen wir uns endlich das Tiara. Runter, hoch, links, links, BA. Okay, kann ich mir merken. Dankeschön. Bla, 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 bla. Ja, bla, bla. Wunderbar. Day or night? Okay, das ist gut. Also ich kann sowohl tagsüber als auch nachts über hier hin teleportieren, denn zu Fuß findet man diese Stadt nur nachts. Nur nachts. Deswegen bla, bla, bla. Ich will nochmal eben in den Item-Shop gehen und gucken, wie die Preise da sind, denn ich habe gelesen, dass die gut sind. Und ja, den Badewagen werde ich auch noch einen Besuch abstatten. Das war's dann auch schon. Hallo, Herr Zombie. Was haben Sie denn so im Angebot? Wow, wow. Ja, 90 für ein Weil 3, 60 für ein Weil 2. Das ist, wow, die Preise sind echt gut. Flash. Aha. Naja. Hol ich mir irgendwas? Eigentlich, ja komm, ich hole mir noch so ein kleines Lebensenergie-Ding. Das kann nicht schaden. Und ab zum Badewagen. Ja, ich habe leider auch nur noch ein Leben, aber ich denke mal, damit kommen wir gut klar. Ansonsten sterbe ich halt und fange wieder beim Speicherpunkt an. Das wird jetzt auch nicht so das Problem sein. Wir haben ja auch nicht mehr so viel zu finden. 5 Glühwürmchen. Ich hatte recht damit, dass es nur noch, dass es insgesamt 12 gibt. Ich habe halt nur noch mehrere mögliche Positionen, wo die sein könnten. Das heißt, wir müssen ein bisschen danach suchen. Aber das dürfte eigentlich weniger das Problem sein. So, wir gehen erstmal nach Watertown. Das müsste der richtige Tanz sein, wenn ich mir ihn richtig gemerkt habe. Denn ich habe den in der letzten Stunde mehrmals angewendet. Jawohl, Watertown. Hier wollte ich doch hin. Ja, wunderbar. Dann Safe Room, nein. Wobei, könnte ich gleich auch mal machen. Ah, der Firefly Shrine ist hier in Watertown. Das ist auch gut zu wissen. Nicht, dass ich da eigentlich gedacht, dass der in Scuttle Town gewesen wäre. Aber, na nun, wo wollte ich denn? Ach, ich wollte in den Item-Shop. Ja, ich war gerade ein wenig verwirrt, wo ich denn hin möchte und was ich überhaupt will. Aber klar, Item-Shop. So, was kann ich für dich tun? Du kannst mir gerne was verkaufen. Ja, guckt euch das mal an. Hier kosten die mehr. 50, 75, 100. Das ist jetzt zwar nicht so viel teurer, aber es macht schon einen Unterschied. Tiara, attack during an elbow dash for a powerful twirl attack. Ja, nehmen wir mit. Oh, jetzt muss ich erst warten, bis die 900 Edelsteine abgezogen wurden. Na, wie spannend, Spiel. Wie spannend. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dir zuzusehen, während du Zahlen herunterzählst. Dankeschön. So. Nein, ich will hier weg. Ja, ich habe nicht genug... Was? Ich habe nicht genug Juwelen, um das zu bezahlen. Das war sowieso nicht mehr da. Du blöde Kuh. Na gut, komm. Probieren wir das. Erstmal den Ellbogen-Dash aufladen und dann... das sieht aber gut aus. Ja, komm. Ups. Die Attacke gefällt mir irgendwie. Ist nur schade, dass sie so lange zum Aufladen braucht. Aber nun gut. So, wir gehen mal aus den Toren der Wasserstadt heraus. Und ich hoffe mal, wir haben noch genug Zeit in der Nacht. Denn wir wollen ja ein Glühwürmchen holen, das direkt hier rechts im Rainstorm-Gebiet ist. Ja, ich habe erfahren, wie es heißt. Es ist das Regensturmgebiet, weil es hier halt regnet, ja. Und das Glühwürmchen habe ich schon gesehen auf meinen Reisen, auf meiner Quest nach der Suche. Wow, das war knapp. Nach der Zombie-Karawane. Aber ich habe sie noch nicht eingesammelt. So, hier ist es nämlich. I found a Firefly. Bla, 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 bla. So, und jetzt müssten wir, ja, 8 Stück. Also, uns fehlen noch 4. Das dürfte kein Problem sein. Als nächstes geht es ein Gebiet weiter nach rechts in das Snail Wasteland, so heißt es. Bloß, ich denke mal, dafür haben wir nicht mehr genug Zeit in der Nacht, um da noch das Glühwürmchen zu finden. Na? Na? Achso, ich muss da hoch. Moment, ich versuche gerade gleichzeitig zu spielen und zu lesen. Ah. Okay, also das ist irgendwo in der Mitte des Snail Wastelands und man braucht anscheinend eine Spinne. Aber ich denke mal, ich kann das auch einfach mit der Harpie holen. Das wird absolut kein Problem darstellen, wenn die Zeit denn noch reicht. Ansonsten müssen wir eben ein bisschen warten. Ja, hehe, ich bin schon das zweite Mal heute Abend hier. Hier war der Wagen halt. Toll, ne? Es ist schön da. Es hat echt Ewigkeiten gedauert, den zu finden. Das war... Aber immerhin. Ja, hier müsste ich wahrscheinlich hoch, oder? Nicht? Moment. Ah, hier kann ich doch mit der Spinne hochklettern. Oder habe ich das schon eingesammelt? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich gehe mal weiter und gucke mal, ob es hier noch irgendwelche anderen Möglichkeiten sind, mit der Spinne hochzuklettern. Ja, hier. Aber, nee, hier ist nichts. Da komme ich mit der Spinne auch nicht hoch. Moment. Ich gucke nochmal genauer hin. Aber hier ist auch nichts. Das heißt, wir gehen einfach weiter. Und wenn sonst hier nichts mehr ist, dann habe ich das Glühwürmchen anscheinend schon. Denn ich bin mir nicht, wie gesagt, ich habe mehrere Positionen, wo die sein können. Also mehr als 5 insgesamt. Hier kann es aussehen, es war auch nichts. Da oben, nö. Aber ein paar davon habe ich halt schon eingesammelt während meiner Reise, weil ich sie so gefunden habe. Und anscheinend hatte ich das schon eingesammelt. Von daher soll mir das nur recht sein. Dann heißt unser nächster Stopp Crackle Mount Labyrinth. Ja, wir holen uns die letzten 2 Warp Squids. Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Und holen uns dann, je nachdem, noch die restlichen Fireflies und... hallo, du Skelett. Und eben die Attacke für die Spinne. Die habe ich auch schon gesehen auf meinen Reisen. Also, da muss ich nicht großartig suchen. So. Crackle Mount Labyrinth. At the top of the 2nd room. Das heißt, wir müssen erstmal hier raus. Denn hier finden wir nichts. Und ich mache die ganze Zeit so... Das will ich eigentlich nicht. Das ist so nervig bestimmt. Es tut mir leid, das ist bei mir unbewusst. So, hier oben soll der Raum sein. Oben im 2. Raum. Bla bla bla. In a narrow passage between shafts. Ja, du kannst erstmal sterben. So. Moment, ich muss mal eben weg von den Viechern und dann lesen. So. Was steht denn da? At the top of the 2nd room, in a narrow passage between shafts. Use the monkey to get up there and get it. Ach hier, okay. Dann gehen wir da mal rein. Wahrscheinlich habe ich das schon, aber das ist mir jetzt... Wobei, Moment, das müsste in der Passage sein, ne? Dann... Ups, falsche Taste. Ja, genau, das stand, glaube ich, genau... in dieser Passage, in diesem kleinen Schacht hier drin. Von daher habe ich das anscheinend so. Gut. In the Spike Room with all the Eye Blocks. Das heißt, wir müssen erstmal den Stachelraum finden. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der ist. Das ist schon zu lange her, dass ich hier drin war. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein, den zu finden. Wir laufen einfach ein bisschen rum und suchen und sammeln noch ein bisschen Edelsteine auf. Ja, hier war das nicht, weil den findet man anscheinend, bevor man die Spinne findet. Deswegen. Und hier, ja, egal. Aua, lass mich in Ruhe. Gehen wir erstmal woanders hin. Zur Not komme ich halt nochmal hier hin, das ist ja kein Problem. Vom Anfang an ist das ja nicht sehr weit hierhin. Hüppere und hüppere und hüppere. So. Schön dunkel da unten. Ich glaube, in der Dunkelheit hat nämlich auch nicht verletzt die Skelette, oder? Irre ich mich da jetzt? Ah, ich weiß nicht so recht. Wow, was bist du denn? Ein komisches Vieh. Aber ein totes Vieh. Tote komische Viecher sind gute Viecher. Ah. Genau. Das ist der Spike Room mit den Eyeballs. Okay. Okay, da steht. In the Spike Room with all the eye blocks on a platform just to the right of the top of the... Of one of the... Was? Nochmal. In the Spike Room with all the eye blocks on a platform just to the right of one of the eye blocks. Aha. Aha, ich sehe hier so spontan gerade nichts. Ja, wahrscheinlich die Plattform. Wahrscheinlich stand er hier oben drauf. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Leben! Ah, dann habe ich den also auch schon. Dann gucken wir mal weiter. In the room with many vines on the floor. Also jede Menge Ranken, die auf dem Boden sind. Das gucken wir doch mal. Hi, wie geht's dir? Ja, das muss ich glaube ich nicht nochmal machen, oder? Ich habe den Schlüssel ja schon. Das war schon beim ersten Mal nervig genug, die ganzen Augen da reinzukriegen. Aua. Es ist so typisch. Ich krieg ein Leben und schon verliere ich es wieder. Ja, das macht den SuperFaex aus. Das ist mein Lebensmotto. Leben, ach, brauchen wir nicht. Verlieren wir sofort wieder. Wozu denn? Das bringt doch eh nichts. Mano. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. In die Dunkelheit. Bla bla bla. Hatten wir alles schon? Kennen wir alles schon? Haben wir alles schon mal Ach, ist das mit Weins auf dem Boden gemeint? Oh, das könnte gut sein. Dann erinnere ich mich an den Raum. Der war meiner Erinnerung nach hier rechts, wo ich nicht runterkomme. Na toll. Da, Moment, ist das... Ja, das ist der rechte Gang nach oben. Dann sind wir hier richtig. Muss ich irgendwo da rechts runter... Meine ich zumindest mich zu erinnern, dass es da gewesen ist. Und ich glaube, meine Erinnerung ist richtig. Mal schauen, ja, ihr könnt mich auch mal. Ich möchte vielleicht ein bisschen Herzen. Ja, immerhin 1. So. Ist schon gut. So. Wo müssen wir hier noch runter? Ah, warte mal. In dem Raum hier soll angeblich auch ein Warp Squid sein. Moment. Okay. In the slide room, you want to slide to the bottom, then use the harpy to fly up and ride off the bottom slide for a warp squid. Also irgendwo hier... Ah, Harpy, was tust du mir denn da an? Mein Gott, die ist schon irgendwie in der Luft nach rechts geslidet. Okay, nochmal, und zwar ganz vorsichtig diesmal. Erstmal müssen wir ganz nach unten. So, und da oben soll irgendwo ein Warp Squid sein. Lässt mich durch, danke. So, diesmal halte ich mich von den Stacheln fern. Da haben wir es doch. Jawohl, ein Warp Squid haben wir. Fehlt einer noch, und zwar der letzte. Dann haben wir alle. Wuhu. 3. Oh ja. So. Im Raum mit den vielen Ranken. Das müsste der nächste sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist... Nein, das ist nicht der hier. Aber du darfst sterben, so. Du sahst irgendwie gruselig aus. Ich mag dich nicht, du musst sterben. Wenn du russig aussiehst, dann... Oh, und anscheinend bin ich hier falsch. Okay, der Raum mit den Ranken ist doch nicht hier. Er ist doch woanders. Aber das lässt sich sicherlich leicht herausfinden. Wir haben ja Zeit. Ich meine, wir sind erst nicht mal 10 Minuten am Aufnehmen. Nein! Oh, jetzt da wieder hochzukommen, das wird ein Problem. Ich gehe einfach hier lang. So, dann müssen da unten noch die Vasen kommen. Hallo? Hallo? Wo gibt's... Ah, Hilfe, Hilfe! Nicht die Stacheln berühren. Oh Gott, meine Fresse. Das ist spannend. Ich falle irgendwie nicht gerade nach unten, sondern... Wollt ihr mich verarschen? Ich falle irgendwie nicht gerade nach unten, sondern so schräg. Und dann... voll in die Stacheln rein. Mami. Okay. Hier brauche ich die Harpie. Brauche ich die Eye-Blocks ja nicht. Hier habe ich ja die Harpie. Und ich glaube, hier bin ich ein bisschen falsch. Ein Leben. Okay, das heißt, ich werde gleich sterben. Das ist ja schon mal eine gute Voraussage. Aber, dann sterbe ich halt. Pech. Machst du nix, ne? So. Da nach rechts möchte ich nicht mit der Harpie fliegen. Das ist mir zu unsicher. Ich will lieber noch ein bisschen... Ja, Leben wollte ich sagen, aber... Oh! Komm her. In die Richtung möchte ich... Nein, nicht nach unten. Ja, komm. Nach rechts, so. Oh, nein. Nicht nach unten. Soll ich versuchen, da durchzufliegen? Nein, ich lasse es lieber. Komm. Geh da. Ja, danke. Oh. Oh, eine neuer Haarschnitt gefällig. Nein. Ah. Okay, das riskiere ich nicht. Und ich habe schon wieder so mit der Zunge geschnalzt. Das ist irgendwie nervig. Das ist mir schon bei meinen letzten Videos aufgefallen, als ich die angeguckt habe. Eine unschöne Angewohnheit von mir. Ja... So. Ich weiß aber echt nicht, wo ich hin muss. Ah, nicht in die Stacheln fallen. Schlecht für die Gesundheit. Oh mein Gott. Wo bin ich hier nur gelandet? Nein, falsche Richtung. Ja, richtige Richtung. Wahrscheinlich bin ich zu... Ja, ich muss kleiner werden. Es war doch voraussehbar. Ja, ich glaube, in dem Raum ist aber nichts mehr. Deswegen gehe ich mal wieder zurück. Das ist mir jetzt sicherer. Ich muss noch einen Warp Squid finden. Ich möchte den Raum mit den Ranken finden. Der muss doch hier irgendwo sein. Komm, wir gehen erstmal wieder hier hoch. So. Ah, flieg. Flieg. Flieg schneller. Los. Dankeschön. So. Ah, jetzt sind wir hier unten. Wunderbar. Hier wollte ich sowieso hin. Okay, da oben ist nichts mehr. Dann gehen wir nochmal im Schaft ganz nach oben hier, im rechten. Und schauen uns da an, was hinter der Tür ist. Vielleicht ist da der richtige Raum. Genau, hier wollte ich hin. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier finden. Ja, Skelette. Moment, hier war ich schon. Nein, dann möchte ich doch wieder zurück. Ich dachte, ich wäre irgendwo in der Mitte in so einen Gang reingegangen, aber anscheinend trügt mich hier meine Erinnerung. Hä? Das ist irgendwie seltsam. Okay, dann eben nicht. Dann gehen wir eben hier hoch und gucken uns einmal ganz genau an, was da oben noch ist. Also da, wo ich erst sagte, nee, da möchte ich jetzt noch nicht hoch. Das sind Spinnenweben. Spinnenweben. Die Giddybä. Ah, es ist schön mit der Harpie. Man ist nicht mehr so an die ganzen Verwandlungen angewiesen, sondern kann die ganze Zeit in einer Verwandlung bleiben. Das ist schön. Das macht Freude. Ah, ich wollte schon sagen, geht's hier nicht durch? Und das war der Bossraum. Okay. Hä, Hilfe? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Moment mal. Bevor ich jetzt hier irgendwie umhergehe, möchte ich doch einmal zum Speichertypen. Denn wenn ich sterbe, muss ich dann nicht erst wieder den ganzen Weg hier hinlaufen. Das wäre schon irgendwie schön. Und ihr kennt mich ja, ich sterbe schnell und gerne. Und das ist meine Spezialität. Sterben. Hallo, willst du speichern? Natürlich möchte ich speichern, sonst würde ich nicht mit dir reden. Wer möchte nicht speichern? Außer, okay, wenn man irgendwie Blödsinn macht und herumexperimentiert vielleicht. Aber in dem Spiel hat das sowieso keine Konsequenzen, wenn man stirbt. Von daher ist das doch vollkommen egal. So. Da, jetzt verwandle ich mich natürlich wieder zurück, weil ich durch den Rahmen gehe und der Rahmen irgendwie magisch ist und meine Verwandlung beendet oder so. Ich habe keine Ahnung. Dumm. Oder der Rahmen hat einfach irgendwas gegen Tiere. Und Harpien zählt er als Tiere und sagt dann einfach, nö, Tiere sind nicht erlaubt, verwandle dich bitte zurück. Lass dich erst drin wieder verwandeln. Keine Tiere in meinem Rahmen. Nicht, solange ich hier vor dem Dungeon stehe. Ah, komm, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist ein verdammter Warp Squid, den ich noch finden muss. Ein einziger. Habe ich hier links wirklich alles? Ja, da links war alles. Dann bin ich ein wenig verwirrt. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Irgendwas muss ja hier sein. Komm. Irgendwie hier rechts. Ich dachte, achso, das war nur ein Skelett. Okay, ich dachte, da stimmt irgendwie so eine drehende Vase und da wäre ein Leben drin. Aber da habe ich mich leider getäuscht. Leider. Ach, komm schon. Moment, woher habe ich... Ach ja, genau, ich habe das Großherz eingesammelt. Ich habe mich gerade nur gewundert, woher ich die volle Lebensenergie habe. Aber nun gut. Ah, hier geht's weiter. Dann gucken wir uns das doch mal an. Vielleicht war auch da der Raum mit den vielen Ranken drin. Oder auch nicht. Oder auch nur so ein Typ mit zwei Augen. Das ist doof. Dann müssen wir doch gut hier runter. Diesmal bitte ohne in die Stacheln zu fliegen. So. Nee, hier links war... Hier links ging's da wieder zurück, ne? Und da kam ich nicht wirklich weiter. Da oben war nix. Und Moment, bin ich... Hier bin ich ja runtergefallen. Und dann kamen die ganzen Augendinger mit den ganz vielen Stacheln. Aber ich bin hier noch nicht rechts gegangen. Doch, ich bin garantiert hier schon rechts gegangen. Aber das ist gerade irrelevant. Hier, genau, hier war das schwarze Vieh und... Hä? Also irgendwie bin ich gerade verwirrt. Ich weiß nicht genau, wo ich lang muss. Ah, das fängt natürlich wieder gut an. Hehe. Okay, dann... Ja, natürlich. Spieß mich auf. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als mich aufspießen zu lassen hier. Schmeckt Harpie eigentlich nach Hühnchen, wenn man sie grillt? Oder, ich meine, es wird ja mal gesagt, alles schmeckt nach Hühnchen. Aber das ist halt... Ist das Geflügel oder... Wie pflanzen sich Harpien fort? Sind das Säugetiere oder sind das Vögel? Interessante Fragen. Ach, wieso verwandle ich mich? Ich muss ja sowieso mich dann nochmal verwandeln. Das bringt ja nichts. Springen wir einfach mal. Das tut gut für die Gesundheit. So ein bisschen Morgensport hier. Hüpp und hüpp und hüpp. Und dann müssen wir auch schon da sein. Jawohl. Und rein da. Ja, du Türrahmen. Diesmal bin ich kein Tier. Diesmal bin ich ein Halbgenie. Also fast ein Mensch. Und fast ein Genie. Naja, Halbgenie halt. So. Und auf geht's. Ich will jetzt endlich diesen Warp Squid finden. Da möchte ich runter. Geh da runter. Ist das denn so schwer? Du kannst von unten hoch, aber nicht von oben runter. Wie geht das? Also das habe ich noch nie verstanden im Spiel. Wie funktioniert das? Das ist doch irgendwie komisch. Findet ihr nicht? Also gut, das ist eine 2D-Welt. Da geht das vielleicht, aber stellt euch das mal in einer 3D-Welt vor. Wie funktioniert das? Ich wette, es gibt auch 3D-Jump'n'Runs und Plattformer. Ja, Jump'n'Runs und Plattformer sind das gleiche, ich weiß. Aber es gibt bestimmt auch 3D-Plattformer, in denen das sowas gibt. Wo man von unten hochspringen kann, aber nicht mehr runter. Und dann auf der Plattform steht, was überhaupt keinen Sinn macht. Nein, gar keinen. Ey, warum hast du das Herz nicht eingesammelt? Na, zu spät. Jetzt rutscht er einfach mal runter. Vorbei an den Totenschädeln, die da so schön an der Wand als Deko hängen. Habe ich bei mir auch zu Hause rumhängen. Nur Totenschädel. Und Knochen in den Wänden natürlich. Und meine Wände sind auch alle grün von Schimmel überzogen. Meine Güte. Frau. So, jetzt fall einfach so runter. Hui. Plopp, plopp, plopp. Jetzt lasst mich nur kurz überlegen, wo ich jetzt lang möchte. Nach links komme ich sowieso nicht, ne? Oder irre ich mich da? Nein, da komme ich nicht lang. Ja, dann muss ich ja durch die Stacheln gehen. Was anderes bleibt mir hier nicht übrig. Was bedeutet, ich sollte dann vielleicht in der Shantae-Form da durch und nicht in der Harpien-Form. Das ist vermutlich sicherer. So. Up und up. Und da hätte ich vermutlich drauf springen sollen. Ja, hätte ich. Ah. Oh, war das knapp. War das knapp. So, komm. Und noch einmal. Ja, hier hätte ich vielleicht die Harpie benutzen sollen, aber gleich ist die Harpie nicht mehr besonders schön. Ihr habt es ja selber gesehen. So, hoch. Nein. Oh. Nein, wo gehst du denn hin? Ich möchte doch nach da oben. Nach oben. Komm, so. Das ist der falsche. Ich muss also nach rechts. Okay. Ja, toll. Rätsel. So. Aber ein Leben immerhin nochmal. Ab. Und jetzt müsste ich gleich nach oben. Muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Sonst darf ich den ganzen Käse nochmal machen. Da habe ich keine Lust drauf. Ich war ja schon mal. Ich habe das alles schon mal gemacht. Schon mehrfach. Mehrfach. Ihr wart auch dabei. Hoffe ich zumindest. Also nicht unbedingt. Vielleicht habt ihr ja auch erst jetzt oder in einer der letzten Folgen eingeschaltet und habt gar nicht gesehen, wie ich hier in diesem Labyrinth... Oh. Das war knapp. In diesem Labyrinth hier herumgeirrt bin und die Spinne gefunden habe und die ersten 3 Warp Squids, die ich jetzt nicht mehr sammeln muss. Na, komm. Falsch. Und wie ich den Faden verloren habe, genau wie jetzt, weil ich irgendwie... Natürlich! War ja klar. Ja, jetzt fange ich direkt wieder hier an. Ach komm, du kannst nicht mal. Komm, jetzt gehe ich hier mit der HP durch bis dahin. Das ist doch nervig. Wer konnte denn ahnen, dass das Ding so lange braucht zum Respawn? Wer konnte denn ahnen, dass die Harpie nicht immer fliegt, wenn ich den Knopf drücke? Spiel. Ja, das Spiel ist schuld, nicht ich. Ich bin niemals schuld. Ich sterbe nur gern, aber schuld bin ich nicht daran. Nein, das ist eindeutig das Spiel. Eindeutig Shantae. Weil sie nicht richtig fliegt. Garantiert. So, da gehe ich aber nicht mehr durch. Da fliege ich nicht durch, da gehe ich schon durch, aber... So, und... Ja, das ist mir auch sicherer, hier hoch zu schweben, als zu fliegen. Nein, 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 nein. So, Moment, dafür brauche ich sowieso Shantae. Hallo? Hallo? Bist du kaputt? Bist du kaputt? Warum hat es nur noch nach rechts geguckt? Blödes Teil. So, komm her. Und jetzt wollen wir nochmal hier durch. Und ich hoffe, dass es jetzt weitergeht hier. Denn wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Dann weiß ich nämlich wieder nicht mehr, wo ich hin muss. Und dann irre ich hier ständig rum und es geht weiter. Aber wo kommen wir jetzt raus? Ja, da kann ich mich runterfallen lassen. Dann komme ich doch wieder am Anfang her, oder nicht? Hä? Okay. Affenform ist gebraucht. Wo auch immer ich jetzt bin, wo auch immer ich hin muss oder herkomme oder... Ja, nee, das hier wollte ich ja jetzt nicht. Das habe ich ja schon gemacht. Das ist langweilig. Dann gehen wir wieder herunter und jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Ja, was hat mir das denn gebracht, bitte? Ich bin nur zweimal sinnlos gestorben. Und da komme ich nicht weiter. Und Ich bin ein wenig verwirrt. Habe ich irgendwo was übersehen? Bestimmt denkt ihr euch jetzt so, du hättest da lang gehen müssen, du Trottel. Aber, ich bin verwirrt, wirklich. Schneller, schneller. Den kleinen Affen wird langweilig. Na gut, dann gehe ich anscheinend nochmal nach links und gucke mich da um. Denn ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich hin muss. Das ist doof, das ist traurig. Das ist wirklich schade. Ich dachte eigentlich, ich gehe hier rein, hol mir schnell die Warp Squids und dann gehe ich wieder raus, weil... da kann ich hoch. Da kann ich noch hoch, aber da komme ich doch sowieso... Ja. Ich brauche sehr lange mit dem Affen. Ich glaube, ich bevorzuge wirklich die Harpie. Wenn ich da hochklettere, komme ich doch wieder nur am Anfang aus, oder? Da, wo, wo der Eingang zum Labyrinth ist. Nicht wahr? Deswegen... muss hier noch irgendwas sein. Komm. Probieren wir es doch mal aus. Gucken uns hier um. Moment. Ich traue mich gerade nicht ganz da links hinzugehen. Deswegen, das war auch gut so. Aber ich kann da runter... ich kann hier runterfallen. Ja, sag mir das doch einer. Wunderbar. Das ändert natürlich alles. Dann komme ich auch weiter. Ja, ich laufe natürlich erst in die falsche Richtung, ist klar. So, dann ist das der richtige Raum. Wunderbar. Okay, was steht denn hier? In the room with the very many vines on the floor and a single eyeball. Was? With a single eye block? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Write the eye block all the way up. Okay. Irgendwo muss ja also ein Augenblock sein, auf dem ich reiten kann. Den ich fahren kann. Und da soll ich ganz nach oben... Falsche Richtung. Jetzt muss ich warten. Moment, kann ich da nicht die Harpie benutzen, um da hochzukommen? Ja, wahrscheinlich werde ich das bereuen und jäglich sterben. Aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte einfach hier hoch. Hoch, sage ich. So. Gucken wir uns doch mal an. Genau. Und ganz hoch. Okay, den habe ich schon. Schade. Dann der letzte. After getting the spider... Dance and returning up the shaft in the previous room, you can use the monkey to follow an arrow to the warp squid in the next room. Einem Pfeil muss ich also folgen. Interessant. Wo ist dieser Pfeil? Wo soll der sein? Ich sehe nur Augen. Jede Menge Augen. Und wo habe ich die Spinne gefunden? Hier war... Nee, ich meine, ich bin zur Spinne irgendwo runtergefallen. Und dann... Das war doof. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, aber immerhin Lebensenergie. So, wo komme ich denn hin? Okay. Ja, komm. Verwandle dich in einen Affen. Los, Shantae, mach dich zum Affen für mich. Hahaha, Flachwitzzeit. Ja, mir fällt gerade nicht mehr wirklich was ein, was ich erzählen kann. Denn, ich glaube, das erledige ich lieber mit was anderem. Aua. Komm her. Spüre meine Macht. Ich habe nicht genug Zeit, das Ding aufzuladen. Den Ellenbogen-Dash. Das ist doch... Mann, oh, ich will mal die Attacke benutzen. Schauen, wie mächtig sie ist. So, komm her. Komm her. Jawohl, getroffen. Irgendwie hat das nichts für sie gebracht, oder? Ich habe sie nicht getroffen. Jetzt habe ich sie getroffen, aber... Wunderbar, okay. Ich weiß nicht genau, wie mächtig die Attacke ist, aber... Da war ein Zwischenboss. Den man jetzt wahrscheinlich auf der Aufnahme wieder nicht richtig sehen kann. Weil es zu schnell blinkt. Okay. Cool. Das heißt, ich darf nochmal gegen einen Zwischenboss kämpfen. Auch schön. Macht mir nichts aus. Komm. Komm her. Aua. Ja, ich muss halt immer das Gesicht, was aufleuchtet, angreifen. Und falls ihr das nicht seht, dann tut es mir leid. Falls ihr es sehen könnt, dann schön. So, komm. Wird halt immer schneller, soweit ich mich erinnere. Hey, ich kann den sogar von hier unten erreichen. Wenn er da oben ist, wunderbar. Ja, dann ist das absolut kein Problem. Dann muss ich ja nur hier stehen und... bla bla, ist das langweilig. Kennen wir doch alles schon. Warum muss ich den eigentlich nochmal besiegen? Warum ist der respawned? Ich meine, ich habe den doch schon mal bekämpft. Ich habe doch hier... komm schon. Ich habe doch den Stein schon aus dem Labyrinth rausgeholt. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal angegriffen. Okay, das war's. Ja, genau. Hier komme ich noch mit der Spinne wieder hoch. Das heißt... geh mir nicht auf die Nerven, du blöde Peitschenfrau. Ja, du bist auch... Ja, genau, friss meinen Feuerball. Hier, komm. Bam, bam, bam. Wie viel hält die denn aus? Ehrlich, wie viel hält die aus? Die musste so oft mit dem Feuer... Genau, hier haben wir den Tanz bekommen. Da springe ich jetzt nicht runter. Okay. After getting the spider dance and returning up the shaft into the previous room, you can use the monkey to follow an arrow to a warp squid in the next room. Das heißt, ein Pfeil. Aber wo ist dieser Pfeil? Das wüsste ich jetzt gerne. Das wüsste ich doch sehr gerne. Achso, returning up the shaft in the previous room. Das heißt, damit ist dieser Schaft hier gemeint. Hopp, 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 hopp. Dann soll ich einem Pfeil folgen mit dem Affen. Ist hier irgendwo ein Pfeil, dem ich folgen kann? Nein, ich sehe nichts. Dann denke ich mal, muss ich da unten nach rechts. Hoffe ich. Ups. Oh, warum? Die Harpia ist sowas von unaerodynamisch. Das gibt es gar nicht. Okay, komm. Dann nehme ich die Spinne. Das ist mir jetzt sicherer. Weil mit der Harpie, die macht, was sie will. Das ist unglaublich. Das sieht jetzt vielleicht für euch nicht so aus, aber die lässt sich echt ziemlich... Da ist der Pfeil, ja. Die lässt sich sowas von komisch steuern in der Luft. Das ist... Rage-inducing. So, komm her. Ich will da hoch. Warum ist mir das nicht aufgefallen, dass da ein Pfeil ist? Ich meine, ich bin jahrelanger Zelda-Spieler. Sowas sollte ich eigentlich sehen. Das ist genau wie das eine hinter dem Fenster. Okay, komm. Ich habe alle Warp Squids. Ich will hier raus. Ich will hier einfach nur weg nach oben. Ich sagte nach oben. Dann fliegen wir eben nach oben. Wahrscheinlich wieder in irgendwelche Stacheln rein. Aber das ist mir jetzt egal. Ich will einfach nur raus. Ich kann ja auch durch Sterben raus, von daher... Das sollte kein Problem darstellen. Jetzt habe ich die Hälfte der Aufnahme wieder mit der Suche nach diesen blöden Warp Squids verschwendet. Das kann doch nicht wahr sein. Aber immerhin habe ich jetzt alle. Das heißt... wo komme ich jetzt hier raus? Okay. Na, hier wollte ich sogar hin. Ja, das heißt, ich denke mal, die Aufnahme ist... Damit beendet. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Der Part ist damit beendet. Wir haben alle Warp Squids. Wir müssen nie wieder in ein blödes Labyrinth rein. Was heißt blöd, die sind natürlich cool, aber die Warp Squid-Suche ist halt ein bisschen nervig. Und das heißt, im nächsten Part holen wir uns die letzten Glühwürmchen, die letzten 4 und die Spinnenattacke. Und wir platzieren natürlich die Warp Squids in der letzten Stadt, das ist kein Problem. Aber ich denke mal, das werden wir alles auch schaffen, denn wir haben nicht mehr so ein großes Gebiet, das wir abdecken müssen. Das ist jetzt hier halt noch das mit den komischen schwarzen Viechern, der Berg und dann halt der Wald mit den Bogenschützen danach. Das ist nicht wirklich viel. Von daher, ich rede einfach mal mit dem alten Mann und speichere. Und ja, speichern wir ruhig. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!